bei uns wird es jetzt musikalisch. Wir beschäftigen uns mit einem Instrument, das viele Namen hat, vor allem auch umgangssprachlich. Die Zierch, die Quetschen, die Zugen. Richtig, es geht ums Akkordeon oder die Ziehharmonika. Und am kommenden Freitag, den 23. Februar, startet das 23. Internationale Wiener Akkordeonfestival. Mittlerweile ein Fixpunkt im Wiener Kulturkalender. Und dieses Instrument ist ja weitaus flexibler und vielfältiger, als man meinen möchte. Genau, und aus Anlass des beginnenden Festivals haben wir die Intendantin des Festivals eingeladen. Sie ist aber auch eine der bekanntesten Akkordeonspielerinnen des Landes, Franziska Hatz. Ich will allein im Hause wohnen, mit zwei Fliegen, einer Katze und drei Blumen. Ich will allein im Hause wohnen, mit zwei Fliegen, einer Katze und drei Blumen. Ja, da, da, da. Mit ihrer Stimme und ihrem Akkordeon bereichert Franziska Hatz gleich mehrere Musikformationen. Mit dem Instrument ist sie schon seit Kindheitstagen an verbunden. Als Kind habe ich es gerne gelernt, als Sechsjährige, weil meine Schwester hat schon gespielt und meine Tante hat schon gespielt. Und das war irgendwie ein Instrument, das war ich gewohnt, das mochte ich. Und ich habe dann nur in der Pubertät gemerkt, na, das ist vielleicht nicht cool. Und dann habe ich es kurz auf die Seite gegeben und dann später erst wieder begonnen. Eine ihrer Bands ist Großmütterchen Hatz und Klock. Die Musikerkollegen kennen die vielen Vorzüge der Franziska Hatz. Franziska macht schon eine sehr wichtige, große Arbeit, jetzt so administrativ oder organisatorisch auch bei der Band. Und ist als Musikerin, auch als Sängerin, auch von unserer Seite vielleicht schon auch als zentrale Figur zu sehen. Sie hält auf jeden Fall die Band zusammen, würde ich sagen. Sie hat auch eine starke Bühnenpräsenz. Also, das sagen uns immer wieder Leute auch, dass sie eben auf der Bühne eine sehr zentrale Figur ist und integrativ ist, sehr auf die Leute zugehen kann, hohe soziale Kompetenz hat. Fähigkeiten, die sie in ihrer neuen Funktion als Kuratorin des Akkordeonfestivals sicher gut gebrauchen kann. Mit zwei Fliegen, einer Katze und drei Blumen. Und jetzt ist bei uns. Herzlich willkommen, Franziska Hatz. Schön, hallo, dass du da bist. Du hast gleich zwei Instrumente mitgebracht, so die zwei Hauptvertreter ein bisschen. Das eine ist eine diatonische und das andere eine chromatische. Ja, wunderbar. Okay, könntest du mir das bitte auch erklären, Musiker? Es gibt ja eine Vielzahl an Akkordeons und ich habe die zwei Hauptvertreter, die man hier so kennt, mitgebracht. Das ist das diatonische oder die steirische und das ist das chromatische. Das chromatische bedeutet, ich kann den gesamten Tonumfang, den wir so kennen, 12 Halbtonschritte habe ich zur Verfügung, kann jeden Akkord bilden und spielen. Mhm. Und bei der diatonischen ist es so, dass ich in gewissen Stimmungen spielen kann und dadurch ein bisschen eingeschränkt bin. Und auch von der Spielweise sind die beiden Instrumente komplett unterschiedlich. Aber wenn ich Akkordeon spielen kann, kann ich beide spielen, oder? Nein, nicht unbedingt. Okay. Also als Akkordeon bezeichnet man jetzt, man hat sich darauf geeinigt, dass man eine Diskant- und eine Bassseite und einen Blasbalg hat. Aber das heißt nicht, dass ich beide gleichzeitig spielen kann, weil das ist zum Beispiel auch noch wechseltönig. Das heißt, wenn ich ziehe und drücke, habe ich einen anderen Ton. Mhm. Und das ist bei der chromatischen nicht so. Da habe ich immer den gleichen Ton. Kann man da reinschauen auch ein bisschen? Ja, bei dem chromatischen habe ich mir erlaubt, die Abdeckung einmal runter zu schrauben. Und dann sieht man rein, hier hat man diesen Stimmstock, der ist aus Holz. Und in diesem Stimmstock drinnen sind die Stimmplatten. Und in diesen Stimmplatten sind diese kleinen, frei schwingenden Stimmzungen aus Metall. Aha. Deswegen, wenn Sie ein altes Akkordeon zu Hause haben, bitte lagern Sie es so wie ein Medikament. Nicht unter 15 Grad, nicht über 25, trocken und lichtgeschützt. Weil sonst ist die Stimmung beim Teufel. Die Stimmung beim Teufel und der Stimmstock kaputt, weil das ist geleimt. Ein sensibles Instrument und ein Instrument, das eigentlich sehr, sehr viel kann. Ja. Die Quetschen, hast du schon gesagt vorher, die diversen Spitznamen auch dafür. Da denken wir mal vielleicht aufs Erste eher Volksmusik oder so. Aber das stimmt ja längst überhaupt nicht mehr. Das ist ja unglaublich viel, was man mit diesem Instrument spielen kann. Genau, also wie ich begonnen habe, war ich 6 Jahre alt. Mhm. Und mit 14, so in den 90ern, da war es dann mal überhaupt gar nicht mehr in. Und jetzt kommt es in allen Genres eigentlich vor, im Jazz, im Pop. Gerade junge österreichische Bands wie zum Beispiel Granada, ich weiß nicht, ob Sie die kennen, mhm, die haben einen wunderbaren Akkordeonisten dabei, das ist so Austropop-mäßig und ja, es ist gerade ein Riesen-Revival. Wir haben auch jedes Jahr mehr und mehr Besucherinnen.
Da sind wir jetzt auch schon beim Festival. Du bist auch Kuratorin und Intendantin des Festivals. Wie sucht man da eigentlich die Acts dann aus? Es ist ein großes Angebot, ein internationales Festival. Ich kann mir vorstellen, mittlerweile wollen da auch sehr viele dort auftreten. Ja, ja, also wir bekommen ganz viele Anfragen. Aber man muss ganz klar sagen, also der Chef ist der Friedel Breisel. Der hat es vor 20 Jahren ins Leben gerufen. Und wir haben so unseren gemeinsamen Konsens, dass wir Altbewährtes und Neues einladen. Er kennt viel aufgrund der Länge seiner Tätigkeit und ich kenne viel, weil ich als Musikerin aktiv unterwegs bin und dort noch Menschen und Musiker kennenlerne. Und wie sucht man jetzt das Programm irgendwie aus? Schaut man, dass da möglichst für jeden was dabei ist oder gibt es irgendwie jedes Jahr Schwerpunkte? Beides. Also wir haben jetzt in den letzten Jahren auch Schwerpunkte gehabt, wie zum Beispiel Spanien, dann natürlich spanische Acts. Oder wir hatten mal einen Schwerpunkt Frauen, vorzugsweise Frauen, die Akkordeon spielen. Und heuer haben wir so eben dieses Jubiläumsfestival und wir haben gesagt, wir machen kein Best-of, sondern ein What's More. Also was ist noch alles drin? Was werden denn da die besonderen Highlights sein? Ja, also wenn ich jetzt auf die Etablierten zurückdenke, sind einige schon ausverkauft, aber Richard Galliano wird kommen. Das ist mitunter der bekannteste Akkordeonspieler, denke ich jetzt. Dann das Motion Trio wird dabei sein, aber es wird auch ganz was Neues dabei sein. Luciano Biondini mit dem Andreas Scherer, was ein Stimmkünstler ist. Mhm. Und ja. Von der Stilrichtung ist auch so quer durch den Garten. Ja, genau. Also Jazz, Klassik, Weltmusik, sehr viel. Mhm, genau. Und da gibt es ja quasi noch jedes Jahr für dich immer was Neues zu entdecken, weil eben das Akkordeon so ein vielfältiges Instrument ist, das ja auch durch alle Kulturen irgendwie geht. Ne? Genau, genau. Also da gibt es ja auch südamerikanisch, man denke nur an das Bandoneon. Genau. Piazzolla. Also, ja, so. da haben wir heuer die Ingrid Eder, das ist eine österreichische Bandoneon-Spielerin, die wird Piazzolla-Raritäten spielen. Das wird sicher ganz toll. Schöne Musik immer, Piazzolla. Ja. Ihr habt vorher ein bisschen über die Besonderheiten des Instruments gesprochen. Ich habe mir sagen lassen, so wie jeder der Instrumentenspieler gibt es auch körperliche Herausforderungen, nämlich bei den Händen, da gibt es schon so manchmal sowas wie den Akkordeon-Daumen, kann man sagen? Akkordeon-Daumen auf sich. Ja, also das wurde ich ja im Vorfeld auch schon gefragt und ich habe dann selber recherchiert, weil ich spiele ja eigentlich die chromatische. Ja. Das heißt, ich spiele die chromatische Pianotasten und ich kann mir vorstellen und habe es mir so erklären lassen, wenn man die steirische spielt. Zeig's mal. Ich muss jetzt auch gestehen, ich kann die steirische nicht spielen. Ja, klar. Ich aber ich probiere es jetzt einfach. Ich kann es wirklich nicht. Ja. So. Dann legt man nämlich auf der rechten Seite den Daumen so an. Ja. Jetzt muss ich noch aufpassen wegen dem Mikrofon. Ist das noch in Ordnung? Das gilt noch, es ist unten ja, gut. Ja, wir das Zeichen. Noch. Ja, genau. Nicht, so würde ich auch gerne ein Instrument nicht können, ja? Okay. Genau, so kann man ein Instrument nicht, wie du gesagt hast. Genau, und das wäre schön. Wenn man die Hand weghebt und man nimmt ein Glas, dann ist der Daumen schon in der richtigen Position. Dann ist der Daumen in der richtigen Position. Das und das kann aber unter Umständen ein bisschen gedehnt werden, so ein bisschen wie der Tennisarm ist der Akkordeon-Daumen dann so ein Unterpunkt. Wobei ich glaube, das ist nicht das große Problem beim Spielen und vor allem, man muss dazu sagen, die jungen Spieler, die haben meistens vierreihige mit ein paar Erweiterungsknöpfen, die spielen ja immer so traditionell, sage ich jetzt einmal. Okay. Und die nehmen den Daumen schon zum Spielen dazu, gleich wie die anderen Knopfakkordeon-Spieler. Sehr spannend jedenfalls. Vielen Dank, dass du da warst. Danke. Danke. Alles Gute fürs Wochenende. Am Freitag geht's los. Danke für den Besuch bei uns. Am Samstag erst geht's los. Haben wir falsch gerechnet.